komm, komm her. Die Kunze! Ey! Das ist ja Wahnsinn! Ich weiß auch nicht, was wir hier tun, aber wir tun es mit vollem Herzen. Also pass auf, ich sag dir was, Jardine. Wenn ihr zwei Hindernisse komplett korrekt überwindet, ja, packe ich 500 Euro obendrauf. So, alles klar, Wuschi, der Deal steht. So. Es wird eine Riesennummer. Ja, ja, da bin ich mir sicher. Jetzt konzentrier dich auf deinen Hund. Absolut. So, Schatz, jetzt zeigen wir denen das einfach mal. So, komm, komm, Janne, komm. Los, komm. Also ihr wart schon in vielen Sendungen zusammen, ne? Nee, wir waren tatsächlich in einer einzigen. Nein, einmal haben wir Wetten, das zusammen Außenreporter gemacht, tatsächlich. Ich dachte moderiert. So halb, ne? Guck mal, da geht's schon los. Komm mal, Schatz, komm drüber. Und dann haben wir mal für Vox zusammen eine Woche an der Mosel verbracht und gekocht. Das war doch bis jetzt ein 1A-Weg. Der ist, das, ja, das ist sind jetzt 500 oder laut deiner Aussage. Das war Hindernis 1. So, wenn du Krümel jetzt noch durchs Bällebad kriegst. Komm her. Stopp, mein Schatz, du kannst das. Komm her. Okay, das lasse ich durchgehen, wenn sie jetzt marschiert. Krümel, komm. Ja, komm. Und die macht alles über Fresschen da, du. Ja, die hat da 3 Leberwurstknödel mit. Was ist das? Da? Ist das so eine Mini-Leberwurst oder was? Das schaffen wir, ja. Dass der Buschi noch was drauf bekommt. Mit, mit Blattgold. Ja, und diese 500 Euro obendrauf sind jetzt erreicht, oder Buschi? Ja. Janine, die 500 von mir kommen obendrauf. Das ist sicher. Und jetzt mach weiter da. Hey, komm, Männlein, komm. Na, guck mal. Komm her. Ach, auch schön, ne? Schatz, ja. Guck mal, der Leberwurst. Leck ist ja fein. So, Schlecken, wunderbar. Das ist dann sogar schon das dritte korrekt absolvierte Hindernis. Und damit haben sie schon ganz deutlich gezeigt, dass sie vollkommen zu Recht hier sind. Tatsächlich am schnellsten heute beim Schlecken war wer? Hör auf. Komm durch, komm schon. So, guck mal. Schrei doch den Hund nicht so an. Weißt du, wer das neue Testimonial von Rügenwalder ist? Komm her. Du machst das fein. Ja, komm, mein Schatz. Hör jetzt auf. Ja, ich hör auf. Da. Ja, lauf. Komm her. Guck mal. Das ist ganz zaghaft. So wie der ADAC, wenn er dein Auto abholt. Was ist denn wieder los? Du darfst mit dir? Das Auto bis zum Ende schieben. Nix. Juhu. So, aber sie hat tatsächlich, sie haben ja 3 Hindernisse komplett gepackt. Also, ja, dafür ziehen wir jetzt aber leider wieder 250 an. Nee, das ist ja auch nochmal. Ja, das ist wie ist alles im Regelwerk. Ja, ne? Hilfestellung nach 30 Sekunden. Eigentlich wollten wir erst die Stretch-Limo von Take Me Out dahinstellen, aber dann hätte das mit dem Schieben keinen Sinn gemacht. Komm hin. Oh Gott, ey. Das ist alles schlimm. Aber schönes Rot. Mende, hier. Schatz, komm her. Die ist süß. Ein bisschen erinnert mich Krümel an eine Katze. Weil sie so leicht buckelt, also ne, dieses... Findest du nicht? Ja. Ja, fein. Ja, aber das ist... Du darfst es umwerfen. Komm, Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Nie Warum? Wieder. Das war doch nur Leberwurst an einer Fläche. Ja, ach, sag an. Das ist Wahnsinn. Janine, geh vor. Du musst vorgehen, dann kommt Krümel vielleicht hinterher. Also, hat sie jetzt gerade fein zur Leberwurst gesagt eigentlich? Super, Krümel, komm her. Fein, komm her. Also jetzt müsste Krümel eigentlich folgen. Jetzt würde ich doch eher sagen. Oh, weißt du, was ein super, was tatsächlich ein guter Name ist für eine Wurst für Hunde, für Tiere? Aber sie spricht sehr viel mit dem Hund. Stimmt, Rüdenwalder. Lauf schnell, ja super. Gott, das ist alles ein Wahnsinn, ehrlich. Ach, ja. Super, Krümel. Lauf. Ja, aber ich glaube, die finishen, je nachdem, wie es mit Wasser aussieht. Ja, ne? Wenn Janine das Ziel erreicht, die pumpt schon wie ein Maikäfer. Wir machen das jetzt zusammen, komm her. Das ist auch sehr straight. Nee, und sie ist aber auch, sie ist schon auch rabiat, ne? Also nicht, dass sie grob mit dem Hund ist, aber sie lässt Krümel da gar keine Chance, irgendwie das selbst zu entscheiden. Sie regelt das selbst. So, guck mal. Krümel würde gerne schwimmen, aber Janine gibt ihm keine Chance. Also Krümel wird trocken bleiben, aber... Hast du gesehen, wie Krümel die beiden Vorderläufe da nach oben gestreckt hat? Sensationell.